Hallo Leute oder hallo Freunde, willkommen bei Sascha and Bricks. Ich bin's, der Sascha ganz genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend, ja. Und ihr seht richtig, ihr seht mich, ein Bild des alten Menschen. Ja, was könnte es denn wohl sein? Ja. Willkommen bei meinem neuen Format. Sascha redet über Punkt, 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 seine Klemmbausteinkollegen. Ganz genau. Und heute gehen wir mal nach Österreich. Ganz genau, so ist es. Und zwar so Bricks go wild. Genau. Die beiden Menschen, ja, die lieben Menschen, über das heute gehen. Einmal die lieben Christoph und die liebe Rita. Ganz genau. Ja, und die beiden Süßen, mittlerweile sind sie auch verheiratet, haben auch ein Kind. Ganz lieben Menschen betreiben, wie wir alle hier in der Community, einen kleinen, mittlerweile einen sehr großen Klemmbausteinkanal, der mittlerweile 7210 Abonnenten hat. Und dort bauen sie Lego-Sets auf, Klemmbausteinsets halt eben, stellen sie diese vor, nehmen sie auch dabei nicht so ernst, verkleiden sich hier und da auch mal. Zwischendurch gibt es noch mal so Videothemen, wo dann auch mal zeigen, wie man halt, wie Christoph mal zeigt, wie man halt so Magnetschienen halt eben, Stromschienen halt eben reinigt hier aus der Lego-Welt und so weiter und so fort. Aber ihr Hauptaugenmerk liegt halt auf ihrem Kanal mehr darin, uns, mir und allen anderen da draußen die schöne Wild City zu zeigen. Und zwar dieses gute Stück hier. Die Klemmbaustadt, die riesengroße, mega Klemmbausteinstadt. Die ist auf ihrem Dachboden, knapp 100 Kilometer, glaube ich, von Salzburg aufgebaut haben. Ich glaube, er hat damals, wie Christoph, damit alleine angefangen. Und Rita hat dann anscheinend auch Geschmack daran gefunden, dass wir uns beide dann entschieden haben, das Ding dann nach und nach auszubauen. Und jetzt steht es wirklich da, so wie es steht. Und es wird und wird und wird nicht fertig. Also kann man wirklich sagen. Vor allen Dingen, ich habe auch ein Kind, mit dem wir arbeiten. Vorab schon mal davor einen riesengroßen Respekt. Wir alle generell, das alles aus Hobby betreiben. Ich hatte eben das Hobby auch halt eben betreiben, das dann alles noch unter einen Hut zu bekommen. Das muss man mal vorab mal sagen. Genau, so ist es. Moment. Und vorab, das soll jetzt natürlich kein Maßstab sein. Alle Bandbricks, wie sie alle halt, auch hier Bricks vorbei und ihr macht alle tolle Videos vorab, baut schöne Lego-Städte auf, der eine groß, der eine klein. Und da soll es mir gehen, nicht, dass einer das andere mit mir verkehrt versteht. Dass ich beide jetzt das Maßstab daher hat, aber für mich, diese Stadt ist schon besonders. Und es wird halt eben auch nicht fertig. Es wird immer wieder da rumgebaut, rumgebastelt, rumgemacht. Zwischendurch wird es bauen, halt auch mal nochmal Sets auf und reden darüber. Machen nochmal ein Talk-Video, ein FAQ-Video. Wie das halt eben alle auch eben machen. Aber halt alles mit einem relativ entspannten Charme und Spaß. Auch so Sachen wie zum Beispiel das Erdbeben, was wir jetzt vor kurzem hatten, das hat den beiden auch die Stimmung nicht getrübt. Ist natürlich ärgerlich, wenn so eine Lego-Stadt, wenn es dann aufgebaut wird und dann kommt dann so ein Erdbeben und macht dann praktisch alles ein bisschen kaputt. Ist zwar Gott sei Dank ihnen ist nichts passiert, aber ist dann schon ärgerlich. Aber auch da haben sie sich wirklich im letzten Video da nicht den Mut nehmen lassen. Genauso ist es. Sie sind damit aber auch sehr gut vernetzt, dass sie auch mal mit Bandbreaks und mit anderen großen Kollegen mal Livestreams abhalten hier und da. Ich kann mir auch mittlerweile auch vorstellen, dass sie irgendwann mal die Anfrage bekommen bei Lego Masters Germany oder Österreich schon mitzumachen, denke ich mal. Verdient hätten sie es auf jeden Fall, kann man echt so ganz entspannt sagen. Ja, gut. Eine Sache finde ich ein bisschen merkwürdig. Wer ist diese komische Frau? Rita, das musst du mir mal erklären. Da läuft jetzt seit neuestem so eine komische Frau mit einer Brille durch die Gegend, irgendwie die Einwohnermeldeamtsbeamtin. Also, wo ihr die her habt, also ich bin ein bisschen verwirrt. Ich gehe mal davon aus, die packen, entweder ist das eine Puppe, die packen die in den Schrank, holen die dann für ihr Video wieder raus, stecken die in die Steckdose und dann läuft die dann da rum und erzählt dann ein bisschen was, welche Bewohner jetzt neuerdings dazugekommen sind. Psst, kleiner Scherz. Es ist natürlich Rita als diese Frau verkleidet. Aber auf so einen Gag muss man natürlich erstmal kommen, natürlich. Und dann gehen sie halt eben auch in ihren Videos halt immer hin und stellen halt eben neue Leute, Lego, Klemmbausteinfiguren vor. Die halt eben aus der Community halt unbedingt mal da rein wollten. Die bekommen ja so viele Anfragen mittlerweile, die dann nicht überarbeiten können, dementsprechend also nicht böse sein, wenn euer Antrag, eure Anfrage dazu halt noch nicht bearbeitet wird. Weil sie haben mich ja auch vergessen. Kleiner Scherz. Nein, das war auch ganz gut. Dann stellen sie halt wirklich immer wieder irgendeinen aus der Community halt vor, ein großer YouTuber, ein kleiner YouTuber, und bauen ihn als Figur halt in die Stadt mit hinein. Das wird halt dementsprechend machen, ihr geht dann dahin. Schickt ihr meinetwegen eine E-Mail oder in die Kommentare, welche Art von Figur ihr gerne dahin haben wollt, als Bauarbeiter oder als Dachdecker oder was auch immer ihr da Lust drauf habt.
Ich will ja bis heute immer noch in den Wald, aber wir haben die beiden mich anscheinend vergessen. Nein. Wie gesagt, nicht böse sein. Die kriegen so viele Anfragen zu diesem Thema. Die Bewohner von Wild City halt eben so viele Anfragen. Der will dahin, der will dahin, der will dahin. Und das braucht halt eben alles seine Zeit. Wie gesagt, diese Idee, dieses Format finde ich ziemlich cool. Macht auf jeden Bock, sich das mal anzusehen. Also manchmal auch wirklich lustige Themen, machen, Sachen mit dabei. Und vor allen Dingen, was mir wirklich bei beiden immer noch gut und mir immer gefällt, alles mit einem gewissen Charme und Spaß. Auch mit diesem Einwohner-Milderungsbeamten, den kann man wirklich nichts gegen sagen. Also die machen es wirklich mit einer Liebe und einer Leidenschaft. Mal ist er hier mal im Vordergrund, mal ist sie im Vordergrund. Und mal auch die Schwiegermutter, dann die Mutter, die dann nochmal mit da mitmischen und dann auch mal Sets mal aufbauen, auch mal vorstellen, wenn es nicht klappt. Und natürlich auch die andere Generation, wenn der kleine Mann noch auf Lust hat, setzt der kleine Zwerg. Ist auf jeden Fall auch mal für das Erbe halt gesorgt, damit diese Stadt auch weiter gebaut werden kann. Ich bin halt nun mal gespannt, wie weit sie das dann auch noch treiben können mit dieser Stadt, wo der Platz halt eben irgendwann mal aufhört. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das dann immer nach und nach mal da, hier zwei Hüsten mal da lösen wollt. Irgendwann. Mit noch einem Dachboden, noch einer Garage, was auch immer. Ja, wie gesagt, Respekt davor, dass wir diese Stadt auf jeden Fall riesig aufgebaut haben. Sie waren ja schon, glaube ich, da in Österreich irgendwo in der Zeitung und sind auch, haben auch schon, ich glaube, was ein oder andere Interview mittlerweile auch schon gegeben, in einer anderen Zeitung hier und da. Also in Österreich sind, also haben sie auf jeden Fall sich schon einen Namen gemacht, auch generell dieser Klemmbaustein. Welt kann man wirklich sagen. Und 7210 Abonnenten offiziell Stand heute sprechen auf jeden Fall schon mal eine Sprache. Und vor allem, sie melden sich auch nichts drauf ein. Sie machen ihr Ding, ihre Videos. Ach, hast du total vergessen. Zwischendurch kommen auch schon mal so Reisevideos, wenn sie dann mal im Legoland irgendwo waren, in Belmond oder wo auch immer. Oder in Österreich. Da gibt es dann auch schon mal so einzelne Vlog-Videos, wo sie nochmal unterwegs sind und dann auch den Leuten mal zeigen, was sie sich gekauft haben. Ach, genau. Haul-Videos machen sie natürlich auch noch. Ja. Und haben noch ein Privatleben. Also, da muss ich wirklich sagen: Respekt dafür, Respekt dafür. Und weil wieder alles mit einem recht entspannten Charme. Und Witz. Was mir aber auch gut gefällt, sie nehmen auch diverse Vorschläge für ihre Stadt auch halt eben auch an, wenn man halt eben mal Ideen hat, versuchen sie vielleicht noch einzubauen, wenn es natürlich klappt, natürlich, wie zum Beispiel mit dem Zoo zum Beispiel, da hatte ich vor kurzem nochmal den Vorschlag gemacht, dass sie, glaube ich, die Flamingos war es und die Kamele und die Strauße irgendwas in der Richtung mit ein Gehege packen. Ich glaube, das haben sie mittlerweile sogar umgesetzt, aber da muss ich wirklich sagen, das machen sie auch ganz toll. Kurzum, ganz, ganz liebe Menschen. Auf jeden Fall. Also, wenn ich wirklich mal die Zeit hätte und das mit Corona sich ein bisschen beruhigt, würde ich auf jeden Fall gleich mal hinfahren, mir das mal angucken, wie das Ganze, wie die Stadt da wirklich aussieht. Aber ich glaube, wir werden offiziell noch Corona haben, wird das wohl alles nicht so einfach. Ja. Was hat mir jetzt noch zu sagen? Wie gesagt, 7210 Abonnenten sprechen auf jeden Fall eine Sprache. Die Stadt ist sehr beeindruckend. Und wie gesagt, alles mit einem ganz entspannten Wissen. Und vor allem, sie wissen auch so einiges über die Klemmbausteine und sie hauen auf die Sets nicht drauf. Sie geben auch die Sets zum Beispiel auch eine sehr große Chance. Und denke ich auch, das neue Straßensystem, da bin ich auch mal gespannt, was sie daraus machen werden. Ob sie dieses neue Straßensystem, wie gesagt, und auch diese anderen City-Sets auch die Stadt mit einbauen. Sie sagen zwar auch so ein bisschen hier und da, die kann man also nicht sehen, wie man will, ob man das jetzt braucht, aber auch da haben sie wirklich in dem letzten Video, in einem Video mal gesagt, das hat schon irgendwo seine Berechtigung, da ist seine Berechtigung. Denke ich, man muss auch nicht immer drauf rumhauen. Das gefällt mir, wie gesagt, auch bei ihnen ganz gut. Sie gucken sich die Sachen auf jeden Fall an, bewerten die Sachen entspannt und fair, ohne Stress, ohne Hektik, alles ganz entspannt. Okay, habe ich noch irgendwas vergessen? Nein. Natürlich werde ich jetzt den Kanal mit in die Aussprache reinpacken. Noch eins für ihre Videos auf jeden Fall. Das ist natürlich auch eine Dauerwerbesendung, ist klar. Und die Tassen sind gegenwärtig technisch in den Verkauf, ihr kennt das ja. Ja, wenn ihr ein bisschen mehr über die erfahren wollt, googelt einfach mal nach ihnen. Da werdet ihr auf jeden Fall einiges auf jeden Fall über sie finden. Ganz genau, so ist es. Und natürlich lasst den Leuten, den beiden auf jeden Fall ein Abo da. Das haben sie auf jeden Fall verdient, weil sie wirklich immer eine ganz liebe, entspannte Art drauf haben. Kann man echt so sagen. Dort hätte Kommentare sind natürlich bei denen auf jeden Fall angebracht. Natürlich keine bösen Kommentare, ihr wisst das ja. Ihr kennt das Spiel. Okay. Wie gesagt. Briggs Cobalt. Zwei ganz liebe Menschen, wie alle anderen Kollegen, Ben Briggs, Briggs Cobalt und wie sie alle heißen. Ich habe so viele Kanäle noch, die ich mit dem Fall mal durchgehen will.
dass ich dich alle behalten kann. Es kann auch mal sein, wenn ich dann wirklich mal diese Videos dann aufnehme, dass ich aber vielleicht mal einen Kollegen mal vergesse. Also seht sie bitte nach. Aber ich bemühe mich. Okay. Briggs Gobald. Verwundert, liebe Menschen aus Österreich. Schaut auf jeden Fall rein. Es lohnt sich. Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wenn ihr das Video seht. Da war es für Fußball.de. Natascha, Natascha und Briggs. Denkt dran, Leute. Es wird wild. Okay. Bis dann. Tschüss.